Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3. Sprich mit Johnny über die Familienkrypta der Tabarax. Gut, das machen wir. Einsame Hütte. Oder wir machen schnell das hier. Das geht schnell. Schnell und einfach. Warten wir hier schon mal? Ich weiß nicht so recht. Kurzer Moment. Ja, wir laufen genau dorthin, wo ich... Da brennt eine Hütte. Eine verlassene Stätte. Aha. Au! So, die brennen. Ewiges Feuer! Mhm. Aha, und weg ist er. Es fehlt nur noch einer und der ist da oben. Wie willst du sterben? Gar nicht, du wirst sterben. Schneller, verfickt nochmal! Ernsthaft, die haben die Bauern hier getötet. Zauberei, Zauberei! Oh, das merkst du erst jetzt? Und komm, erstechen. Man hätte ihn auch einfach erstechen können, aber nein, gut, gut. Okay, die kommen wieder. Einzige Ritter und jetzt. Gewarnt. Gut, und was haben wir hier oben? Okay, Moment. Lies den Bericht. Gut, das machen wir. Was haben wir hier Schönes? Hier. Blutiger Bericht. Speer 12E32 alias Bodenstange. Früher Orden 122245 nach Protokoll 46D aus. Muss persönlich dem Kommandanten der Geheimdienstzelle Kardinal überbracht werden. Die Spur der abtrünnigen Ritter führt in die Region Novigrad. Nach ihrer Ankunft haben sie die Kontrolle über eine nahegelegene Fistzeche-Manufaktur übernommen. Möglicherweise hat sie das in die Region gebracht, aber ausgezeichneten Beobachtungsposten besetzt. Toter Briefkasten ist vorbereitet. Im Falle unvorhergesehener Komplikationen kann ein Agent, der auf die Suche nach uns geschickt wird, ihn im Teich finden, der vom Beobachtungsturm nahe des Dorfes Moring auszusehen ist. Was die Ritter angeht, mag ein hohes Risiko eine hohe Belohnung mit sich bringen. Wir schlagen vor, sie mit kaiserlichem Gold für ihre Dienste zu entlohnen. Da Radovid ihren Orden in alle Winde zerstreut hat, ziehen die Ritter nun wie gemeine Banditen umher, um für ihren Unterhalt Beute zu machen. Und sie hassen seine höchst gnädige Majestät mit weißglühender Wut. Nur zu gerne würde ich
würden sie unser Geld annehmen, noch viel lieber die Nachhut der redanischen Armee destabilisieren. Das können sie besser als alle anderen Partisanen. Es lohnt sich, dies weiter zu verfolgen. Agent Armleuchter ist noch immer auf seiner Mission. Seit Tagen kein Wort von ihm. Warte auf weitere Instruktionen. Die folgenden Worte sind mit Blut geschrieben. Warte in der Höhle, Nilfgaardischer Hure. Und du bist als nächstes an der Reihe, Agent Armleuchter. Okay. Toter Briefkasten in nahe des Sees beim Dorf. Ah, hier irgendwo. Ah, ne. Doch, hier irgendwo, da unten. Gut. Wie sieht es hier aus? Ah, ich habe eine kleine Idee. Ja, das muss sein. Denn wir brauchen Geld, wie es so schön hieß. Wir sollen viel Geld mitbringen. Und ich glaube nicht, dass Geld auf den Bäumen wächst. Hier sind es Kronen, also glaube ich, ist es ein Metall. Und Metall findet man nur in der Erde und nicht auf irgendwelchen Bäumen. Wäre es Papiergeld, wäre es leicht, es auf den Bäumen zu finden, denn da gibt es Blätter. Und aus Bäumen macht man Papier. Also gut. Hier abbiegen. Moment, gibt es sonst noch ein Fragezeichen in der Nähe? Da oben vom Bogendorf. Das können wir später machen. Im Moment ist das nicht so tragisch. Hier sind auch noch... Okay, Fragezeichen gehen uns hier nicht aus. Schön zu wissen, schön zu wissen. Moldawie anwesend. Ja, von da aus können wir nachher... Hopp. Ist das alter Mann? Reden wir mal mit ihm, vielleicht ist das Armleuchter. Was ist denn? Gut, tauchen. Toter Briefkasten. Und Nilfgaardische Hure. Okay, das muss ich jetzt sehen. Items. Wo war es? Der Sattel. Sichenkanischen Satteltaschen. Sieht genau gleich aus wie... Schade, ich dachte, wir könnten jetzt ein bisschen mehr tragen. Andererseits, Moment. Theoretisch können wir ja ein bisschen mehr tragen, wenn wir das hier... Gut. Nur vorübergehend. Da. Wir gehen mit... Okay, das Wetter scheint nicht gerade auf unserer Seite zu sein. Es ist in Ochsenfurt, nicht in Novigrad, sondern in Ochsenfurt. Aber ich will zuerst noch bei meiner Lieblingsschmiedin vorbeischauen. Die muss ein paar Sachen reparieren, das machen wir lieben gerne. So. Schade, dass der Wegweiser nicht weiter oben ist. Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Na klar. Je mehr du trinkst, desto blöder wirst du. Hm.
Okay, gleich ist es soweit, gleich sind wir da oben. Jo, Johanna. Jo, Johanna? Ah. Geralt, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Gut. Es geht um eine. Oh, eigentlich wollte ich. Ripari. Ich hoffe, das bringt mir gutes Gold ein, wenn ich die Dinge hier repariere. Ups, handeln. Was haben wir hier bei zerlegen? Nee. Also zuerst mal handeln. Verkaufen wir das ganze Gerümpel. Was, nur 90? Ernsthaft? Ich glaube, diese Schwerter hier verkaufe ich dann an einen Schwertschmied. Denn bei denen soll ich angeblich mehr Geld kriegen. Boah, habgieriges Stück. Versuchen entfernen, zerlegen. Gibt es etwas, das zerlegt werden muss, weil es schwer ist? Nägel. Aha. So, die Meritiumwaren. Glühendes Erz. Schwarzmagische Puppe, ja. Okay, Moment. Das hat auch Gewicht, oder? Nein, zum Glück. Altes Bärenfell. Der Schädel hat auch Gewicht. Gut, das hat aber kein Gewicht mehr, das auch nicht und das auch nicht. Alles, was Gewicht hat, muss weg. Wegrationalisiert werden. Der Rest ist auch gewichtslos, oder? Ja. Der Rest ist gewichtslos, bis auf Weihrauch. Okay, gut. Wir haben über 500 Gold jetzt ausgegeben. Super. Leb wohl. Widersacher haben uns Regen gebracht. Ah. Okay, auf diesem Pferdlein können wir nicht sitzen. Plötze, da ist sie auch schon. Die magische Plötze. Ist Plötze eigentlich nicht ein Fisch? Dachte ich irgendwie. Aber egal. Wer wird schon über solche. Vielleicht bleibt das Gesindel im Schloss, wenn es so schüttet. Ja, das wird vielleicht. Okay. Los, lauf! Weiter geht's, weiter geht's. Dann gehen wir schnell nach Novigrad. Ja, Novigrad. Da war unser Lieblingsschwertschmied Hattori. Hattori, der Name kommt mir bekannt vor. Nein, Muten Roshi nicht. Ich bin alles so scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, nicht gerade wenig Leute. Okay, dann hier abbiegen und dann sollte hier Hexenjäger. Upsala.
Du wirst erstaunt. Da, Hattori. Grüß dich, Apeher. Grüß dich, Geralt. Was kann... Ich möchte handeln. Was hast du denn... Ja. Tiger. Aber sonst hat er... Zwergenwertstein? Nee. Nee. Und er gibt wesentlich mehr für die hier. Ich hätte direkt zu ihm kommen sollen. Das ist fast doppelt so viel wie die andere, der uns dafür so gegeben hat. So. Ja. Gold. Humanoid. Monster. Gold. Verwüst. Stümmelung. Dann kommt der weg. Gut. Leb wohl. Bis dann. Nur einen einzigen Humpen. Ja klar, nur einen einzigen Humpen. Wer glaubt ihr, diesen Schwachsinn? Ich glaube, ich habe mich im Regen kostet's das Doppelte. Wer will schon im Regen... wer will schon im Regen... dieses Gewerbe nachgehen? Also... es im Regen treiben. Andererseits... ich sag nichts mehr. Es könnte sogar spaßig sein, im Regen zu kopulieren. Egal. So, dann gehen wir zu Shani. Ah, da ist sie auch schon. In diesem Haus da? Oh, nein. Diesem. Hier unten und... war das schon immer da? Shanis Klinik? War das schon immer da? Ich habe die Schleimproben analysiert und glaube, dass ich ein Gegengift herstellen kann. Gut. Seuchen können der Armee schlimmer zusetzen als der ärgste Gegner. Deine Dienste sollen gewürdigt werden. Und wie? Mit einer Medaille in Krötenform? Solche Medaillen hat die Armee nicht. Geralt? Alles in Ordnung. Was hast du da im Gesicht? Lange Geschichte. Wir haben Aufgaben zu erfüllen. Ihr könnt euch später unterhalten. Ja, natürlich. Ich arbeite am Gegengift. Dürfte nicht lange dauern. Steiler Zahn, die Frau Doktor. Hm? Gar nicht wie eine Gelehrte. Also Gelehrte müssen nicht hässlich sein. Gelehrte Frauen sind also grundsätzlich hässlich. Naja, sie haben ja Hirn. Da brauchen sie keine Schönheit. Stimmt's nicht, Jungs? Oh ja, Schreckschrauben, allesamt. Abstoßende Wesen. Ich würde sie nicht mit der Kneifzange anfassen. Aber diese da ist anders, außergewöhnlich. Du bist ein Glückspilzhexer. Sie hat dir schöne Augen gemacht. Uns guckt sie anders an, nicht wahr? Gib's zu, du stehst auf sie, oder nicht? Wahrscheinlich ist das mein Tipp. Das... ja, Shani ist eine schöne Frau, das finde ich auch. Man müsste schon blind sein, um sie zu ignorieren. Viva! Und ihr Hexer habt ja besonders scharfe Sinne. Hier ist das Medikament. Die Lösung ist stark, also Vorsicht bei der Dosierung. Jeder Patient erhält dreimal täglich nach dem Essen exakt 2 Tropfen. In 3-4 Tagen müsste die Infektion nachlassen. Ich danke dir. Im ruhmreichen Namen Redaniens. Du dienst jetzt der redanischen Sache? Ich diene Menschen, indem ich sie behandle. Dass sie Redanier sind, ist Zufall. Ich würde auch Nilfgaardern helfen, wenn es sich ergäbe. Bei Kedwenern, Edirnern, Zwergen, Elfen oder Halblingen wär's genauso. Geralt, du kennst mich doch. Na klar.
Wo warst du in den letzten Jahren? Abgesehen von der Sache in der Kanalisation haben wir uns zuletzt in Vysima gesehen, nicht? Ja, stimmt. Als die Katriona-Krankheit gewütet hat. Scheint 100 Jahre her zu sein. Wo warst du seitdem? Was hast du gemacht? Nun, ich habe Vysima verlassen und bin nach Ochsenfurt zurückgekehrt. Ich habe den Doktor gemacht und eine Praxis eröffnet. Kurz danach brach der Krieg aus und ich wurde zwangsrekrutiert. Redanische Sanitätstruppe. Und nun? Radovid ist tot. Aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Das Chaos geht weiter. Man braucht mich weiterhin. Aber ich kann mich nicht beschweren. Ich wohne immerhin zu Hause und behandle meiner Berufung gemäß die Kranken. Ich muss nur allzeit bereit sein, wenn die Redania mit einem schrecklich wichtigen Einsatz reinplatzen. Okay, aber diesmal brauche ich deine Hilfe, nicht die Redania. Sharni, diesmal brauche ich deine Hilfe. Ich dachte mir, dass du nicht nur so hier bist. Also, sag mir, was du brauchst. Hat es was mit dem Mal in deinem Gesicht zu tun? Und du musst mir erzählen, was in der Kanalisation passiert ist. Lange Geschäfte, vertane Zeit. Er erschlug einen Prinzen und geriet in Gefangenschaft. Ja, also ihr können wir vertrauen. Das hat sich bis jetzt immer ergeben. Wo fange ich an? Genau, das Monster in der Kanalisation entpuppte sich als Riesenkröte. Und diese Riesenkröte war in Wahrheit ein Prinz. Aus Ophir übrigens. Ah, und ich bin die Prinzessin von Kovir. Das ist die reine Wahrheit. Als ich die Kröte erschlagen hatte, erschienen Soldaten und ein Magier aus Ophir und nahmen mich gefangen. Ein Mann namens Gaunter Odim hat mich befreit. Wer ist das? Er handelt mit Spiegeln? Jemand mit Macht? Ich weiß es nicht genau. Eigentlich weiß ich das nicht genau. Er hat mir aus der Patsche geholfen. Jetzt muss ich im Gegenzug die Wünsche eines Adligen erfüllen. Ich muss den Geist seines Bruders beschwören und ihm die Sause seines Lebens bereiten. Einen Geist unterhalten? Wie willst du das machen? Das ist nicht meine Hauptsorge. Ich muss sein Grab finden und ihn herbeirufen. Dann sehe ich weiter. Aber das ist Nekromantie. Ausgesprochen riskant. Involviert höhere Magie. Odim hat mir erklärt, wie es ohne Zauberei und Nekromantie geht. Er hat mir dieses Gebräu gegeben. Und ein Rauchfass brauche ich auch. Oh, das lässt sich machen. Im Lagerhaus der Akademie ist eins. Das kann ich dir holen. Danke. Keine Ursache. Aber gefallen tut mir das nicht. Mir auch nicht. Tut mir leid. Mir auch nicht. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss diesen Geist beschwören. Verstehe. Wessen Geist ist es? Es ist Olgierd von Evereks Bruder. Von Evereck? Im dritten Jahr in Ochsenfurt musste ich zwischen den Kursen Perlen der Weisheit der Hierarchen und die großen Dynastien Redaniens wählen. Ich nahm Dynastien. Hier sind sie. Von Eberborst, von Ästheken, von Evereck. Olgierd hatte angeblich einen Bruder namens Wladimir. Der liegt in der Familienkrypta bei ihrem Anwesen. Danke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss los. Es steht hier, die Krypta ist das reinste Kunstwerk. Ich würde sie gern mal sehen. Treffen wir uns doch am Eingang. Ich bring das Rauchfass mit. Eigentlich sehr gerne. Gut. Die Sauce des toten Mannes. Was haben wir sonst noch? Aufnehmen. Hochzeitseinladung? Ich hoffe mal, Shani ist eingeladen und neckt die Braut. Aber das werden wir gleich sehen. Das war hier. Hochzeitseinladung. Da ihre Kinder allertiefste und
da ihre Kinder allertiefste und edelste Gefühle füreinander entwickelt haben und diesen Bund nach uralten Brauch mit heiligen Riten besiegeln möchten, bitten die Eltern von Aldona Lamch und Jonas de Boga nach altem Brauch um die Anwesenheit von Shani, Nachname unleserlich, aha, sowie eine Begleitung ihrer Wahl auf die Hochzeitszeremonie der Verlobten sowie dem nachfolgenden Fest. Können wir mit Shani auf diese Hochzeit gehen und uns näher kennenlernen? Geht's dir gut, Alter? Eigentlich wollte ich ihn. Ich glaube, ich gehe mal weiter. Gut, gut. Hilf mich, dein Atem. Puh, der stinkt nach faulen Zähnen und Wodka. Aber ich werde dich ja nicht mit dem Mund vögeln, Süße. Und was ist jetzt? Lasst sie in Ruhe. Warum denn? Sollen wir lieber dich vögeln? Können wir machen. Aber dein Gesicht musst du in einem Sack verstecken. Verschwindet, sonst mache ich euch fertig. Verschwindet, bevor ich euch fertig mache. Wir werden ja sehen, wer hier wen fertig macht. Schnappt ihn! Stopft ihm das Maul! Die Hexenjäger verteidigen uns gegen Monster. Jetzt bist du dran. Verdammt! Macht schon! Verdammt nochmal! Idioten. Okay, und jetzt du. Und weg. Was zum Teufel? Alles in Ordnung? Ja, ich hätte es auch alleine geschafft. Aber trotzdem danke. Du hättest allein geschafft? Du hättest es geschafft? Gegen diese Männer? Ganz alleine? Klar doch! Knie in die Eier, Ellbogen in die Kehle, fertig! Okay, ich begleite dich nach Hause. Soll ich dich nach Hause begleiten? Hey, langsam! Ich bin dankbar, aber ich steige deshalb nicht mit dir ins Bett. Ich begleite dich nur, mehr nicht. Wenn das so ist... Ja, komm. Okay, folge Dora. Durchwachsene Nachbarschaft. Meister Hexer, hilfst du den Leuten immer umsonst? Manchmal umsonst. Meistens gegen Bezahlung. Puh, ich hatte schon Sorge, dass du nicht ganz normal bist. An 3 Pfund Stahl. Die Hexenjäger verteidigen uns. Okay. Wir sind da. Du hättest dir die Mühe wirklich nicht machen müssen. Sicher ist sicher. Das mag sein, aber sicher ist sicher heutzutage. Pass auf dich auf. Die Hexenjäger verteidigen uns gegen Monster. Okay, hier wohnt also Dora. Abgeschlossen. Empfänger, Reparaturset, bla bla bla. Gut. Blumen. Was zum Teufel? Was gibt's denn? Nachts, ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Bleh. Gut. Wo ist eigentlich diese Krypta? Das werden wir gleich sehen. Streitlustig, wie? Nicht wirklich, aber wenn du Streit willst, kannst du gerne haben. Hier ist abgeschlossen. Es war doch hier in der Nähe, wo wir... Wie hieß die Tochter des Barons? Anna. Genau, hier haben wir Anna kennengelernt. Aber im Moment ist sie nicht mehr hier. Schade, aber okay. Wir haben sie eigentlich nie wieder gesehen. Also nachdem die Sache mit ihrem Vater passiert ist. Wäre schön gewesen, mal etwas neben... davon zu erfahren. Das ist also die Krypta.
Okay. Dann ab in diese Richtung. Wahahaha. Speichern, falls hier irgendwo eine Klippe ist, die ich leider nicht auf der Karte sehen kann. Zum Beispiel hier. Also das Anwesen scheint alt zu sein. Wie lange lebt dieser Typ schon? Er ist ja eigentlich unsterblich, wenn man so will, also... Ah! Vielleicht nicht gerade die beste Idee, hier hingehen zu wollen. Hoppala, hoppala. Au! Moment! Durch das Rüberspringen hat er sich gerade verletzt? Manchmal ist Geralt wirklich eine Weißwurst. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.